Da ist er, der Felsenpilz. Eine neue Fähigkeit für Mario. Dann wollen wir doch mal sehen. Tada! Du wurdest zu Felsen, Mario. Wir rollen jetzt wie ein Georock durch die Gegend. Mario, zeig, was du kannst. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario Galaxy 2. Hier auf Katze. Wir befinden uns gerade in der Bröselbrock-Galaxie und hier gibt es eine neue Fähigkeit für Mario. Da ist sie auch schon freigestellt. Freigeschaltet und das ist folgende. Du wurdest zu Felsen, Mario. Schüttle die Wii-Fernbedienung, um über deine Gegner zu rollen. Schaut mal, wie der jetzt aussieht. Mario wurde zu Stein-Mario, der sogenannte Felsen-Mario. Ich fühle mich ja schon fast so, als wäre ich jetzt ein Georock. Ich rolle durch die Gegend. Ich bin ein Mario-Pokémon. Nee, jetzt mal im Ernst. Super coole Fähigkeit. Genauso wie die Wattewolken-Fähigkeit von Mario ist das auch eine neue Fähigkeit, die es, wenn mich nicht alles täuscht, auch nur hier in Mario Galaxy 2 gibt. Also sehr, sehr cool. Dann wollen wir doch mal gegen diesen großen Kristall rempeln und diesen ebenfalls zerstören. So helfen wir den kleinen Toadie mit der Spitzhacke und bekommen sogar noch die Kometenmünze dazu. So, hallo. Wow, das sah total einfach aus. Ja, hat auch gut funktioniert. Ein Hoch auf Felsen Mario. Und was genau steht hier? Mal sehen. Du kannst die Ausrichtung der Kamera mit... Ah ja, okay, da geht es nur um die Ausrichtung der Kamera. Und jetzt einmal gegen dieses Tor, gegen diese Brücke pfeffern. Und zack, fällt diese hinab. Und wir können Bowling spielen. Zack. Bowling oder wir können kegeln, was auch immer. Wir müssen einfach nur die Pins umhauen. Aber kriegen wir etwas, wenn wir alle umhauen? Nö, sieht nicht so aus. Zumindest gab es ein paar Sternenteile dafür. Und jetzt rüber mit uns. Sehr cool. Oh, was ist das für ein Bereich? Ganz viele Gegner und irgendeine, ich sag doch so gerne, Kuchenglocke in der Mitte. Ein versteckter Bereich, ein geschützter Bereich, den wir erstmal irgendwie freilegen müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir entweder A, die Steine zerquetschen oder zerbröseln müssen. Alternativ müssen wir aber vielleicht auch alle Oktopus-Gegner besiegen. So oder so, eines davon wird richtig sein. Wir probieren es mal querbeet und machen alles kaputt, was uns in den Weg kommt. Auch diese Steine, die hier aus dem Boden hervorragen. So. Da war allerdings nichts versteckt. Und dann brettern wir mal hier drauf. Komm, 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 komm. So, das gibt's noch nicht. Ich meine, oh, okay, okay. Ich sehe schon, ich muss den Dreh, die Drehattacke einsetzen. So, ey, hör auf wegzuspringen. Mensch, das war ja mal einer. Hey, du kleines quietschiges Ding. Sehr lustig. Wie sie da herumhoppeln. Piep, 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 piep. Du kriegst mich nicht, Mario. Ja, von wegen. Mario ist unser Superheld. Also, er ist derjenige, der wirklich alles schaffen kann, oder? Und nochmal erwischt. Und da vorne nochmal ein grüner Oktopus. Zack, ey. Fiesling. Aber jetzt haben wir es geschafft. Und schalten den Superstern frei. Einen Raketenstern, der uns zum nächsten Planeten bringt. Hier in der Bröselbrock-Galaxie. Und wir landen auf dem Planeten voller Kettenhunde, die hier durch die Gegend rollen. Wenn es knapp wird, schieß einfach ein Sternteil auf die schimmernden Punkte am Boden. Eine Münze wird erscheinen, die deine Lebenskraft wieder auffüllt. Oh, das ist gut zu wissen. Aber wussten wir schon. Aber nur dank Galaxy 1, sonst wäre das natürlich ein sehr, sehr guter Hinweis für uns gewesen. Also gibt es hier noch irgendwas anderes, wenn man die ganzen Steine hier zerstört? Hm, vom Gefühl her nicht, aber... Oh, eine Röhre. Vielleicht doch ein versteckter Stern? Wow, eine Röhre. Ja, schauen wir doch mal rein. Und oh, das sind aber viele Würfel. Okay, dann einmal mit dem Felsen hier dagegen schleudern. Wow, 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 wow. Hier geht die Post ab, Freunde. Das sah jetzt cool aus. Münzen und Pilze. Alles Mögliche. Alles, was das Herz begehrt. So, da hinten ist noch ein Pilz. Dieser ist jetzt allerdings verschwunden.
Naja, gut. Ich würde sagen, dass wir trotzdem gut abgeräumt haben. Und jetzt geht es aber wirklich zu dem Stern, der uns zum nächsten Abschnitt bringen wird. Denn, diese Kettenhunde lassen sich wohl nicht zerstören. Vielleicht lohnt es sich aber noch, den Felsen-Mario zurückzuholen. Und dann kann es auch schon weitergehen. So, wow. Einmal darüber. Das will ich auch noch kurz kaputt machen. Nur um zu erfahren, ob es irgendwas Verstecktes gäbe. Irgendein Extra-Power-Stern? Vielleicht täusche ich mich auch und so etwas gibt es auf diesem kleinen Planeten nicht. Aber sag niemals nie. Vielleicht entdecken wir ja noch was. So, da war nur ein Goomba und hier? Auch nur ein Goomba. Na gut, wenn das so ist, dann lassen wir das doch mal so stehen. Okay, zurück zu Felsen-Mario. Und dann geht es jetzt tatsächlich zum Stern, der uns dann weiterbringt. Uah, Matsche-Matsche-Pampe. Das verlangsamt Mario nur. So, hallihallo. Oh, stimmt. Es gibt ja noch einen Gegner auf diesem Planeten. Genauer gesagt hier in dieser Galaxie. Mal gucken, wer das sein wird. Dillomon oder so heißt er doch, oder? Achtung. Drillo Dolly oder so? Wow, du siehst aber putzig aus. Oh, na komm, zeig mal, was du drauf hast. Ein Gürteltier. Und den muss ich wahrscheinlich genau so treffen. Einmal auf den Popo mit dem Felsen dagegen hauen. So. Achtung, er kommt, er macht sich auf den Weg. Und jetzt rollt er auch. Das, was er kann, können wir aber schon lange. Wir können genauso wie du durch die Gegend rollen. Uiuiuiui. Knappe Kiste. Und zack. Wieder ein guter Treffer. So. Da rollt er nochmal auf uns zu. Und yeah. Jetzt aber volle Kraft voraus, würde ich sagen. Mario, let's go. Schade. Er hat sich gerade noch verteidigt und sich in seinen Panzer verkrochen. Deswegen sah es im ersten Moment zwar vielleicht so aus, als hätte ich ihn erwischt, aber tatsächlich hat er sich eine Sekunde vorher nochmal in seinen Panzer verkrochen. So, Achtung. Ich glaube, einen Treffer braucht er noch. Dann sollte aber dieses Gürteltier erst einmal ein Schläfchen machen. Denn dann ist es besiegt und braucht ein Päuschen von dem Kampf. Das war's. Oh, aber putzig ist es schon. Vor allem sieht es so kristallmäßig aus. Habt ihr die Haut gesehen? Die war so, wie soll ich sagen, so bröckelig. Aber passt ja auch zur Bröselbrock-Galaxie. Und damit hat es Fels-Mario geschafft. Tada, der Power-Stern. Uiei, tabadu. Stern erhalten. Da können wir mal wieder mächtig stolz auf uns sein. Genauer gesagt Mario. Denn er hat es ja geschafft. Zusammen mit Baby Luma. Kometenmünze erhalten. Bis dato besitzen wir schon 8. Und mal sehen, wie es weitergehen wird. Oh, du hast einen, Felsen mitgebracht. Klasse, du hast es drauf. Ganz unter uns. Ich frage mich ernsthaft, wofür wir diesen ganzen Krempel hier sammeln. Wenn ich ehrlich bin, frage ich mich das auch, denn das habe ich vergessen. Ich bin der Meinung, das ist lediglich eine Ausstellung. Dass man sich angucken kann, welche Fähigkeiten hier in Mario Galaxy 2 existieren. Oder? Oder gibt es doch eine tiefere Bedeutung? Wir werden das noch sehen. So, raus aus der Bröselbrock-Galaxie, rein zum Luma sozusagen. Wir holen ihn uns an Bord. Oh, ein Gourmet-Luma ist an Bord. Du solltest ihn besser füttern, bevor er zu quengeln anfängt. Ja, das machen wir direkt. Hallo, mein kleiner Luma. Lalalalala. Hey, du Kumpel, hast du ein paar Sternteile für mich? Lalalalala, ich hab so einen Hunger auf Sternteile. Gib mir 700, dann verwandle ich mich. Oh ja! Oh, wunderbar, ich bin so voll. Na gut, dann wollen wir mal. Verwandlung! Ich liebe einfach diese Gourmet-Luma, zu lustig. Die sagen zwar immer das Gleiche, aber trotzdem hat sich das schon in mein Gehirn eingebrannt. Eine neue Galaxie wurde geboren. Und die sieht ziemlich cool aus. So, zurück ans Steuer.
Denn jetzt geht es aber erstmal hier nach unten zur Kosmobucht-Galaxie. Das scheint so eine Wasserwelt zu sein, oder? Mal sehen, was wir dort entdecken. Geheimnisvoller Zwillingswasserfall. Allein der Titel ist ja schon super. Okay, das ist die Kosmobucht. Oh ja, tatsächlich. Zwei Wasserfälle. Links und rechts. Und oben befindet sich wahrscheinlich ein sagenumwobener Stern. Nun gut, wollen wir doch mal sehen. So, einmal hier gewirbelt. Und dann fragen wir doch mal den lieben Pinguin. Hey, hallo. Wir trainieren gerade gemeinsam unseren Schwimmstil. Ja, dann viel Spaß. Ich schnapp mir einfach einen Cooper, denn dadurch kann ich mich tatsächlich unter Wasser viel besser bewegen. Das sieht doch gut aus. Das ist fast wie so eine Art Unterwassersurfbrett. So, die Pinguine, die haben hier ihre Übungseinheiten für ihren Schwimmstil. Und diese Wasserpflanzen kann ich ziemlich einfach mit meinem Cooper-Panzer zerstören. So, hallo Pinguin. Und dann mal darüber. So, wieder ein Panzer eingesammelt. Und dann ab geht's. Ab geht die Post. Vorsicht. So, nehmen wir mit. Und noch ein Gegner. Wow, ist das dieses Pokémon? Hey, aus Pokémon-Legende Arceus. Wie heißt das Pokémon nochmal? Oh, ich weiß es nicht. Das ist die Entwicklung von Baldorfisch. Naja, was soll's. Und da ist die Kometenmünze hier in dieser Miesmuschel. Gut. Dann sehe ich zwar auf dem ersten Blick nicht, wo es weitergeht, aber da drüben ist ein Stern und wir haben hier diesen sagenumwobenen Turm. Gucken wir doch erstmal hier. Oh ja, da oben auf dem Turm ist ein Knopf. Ich glaube, der rote Knopf muss einmal aktiviert werden. So, dann schwimmen wir doch mal kurz hier rüber. Das sieht doch hier klasse aus. Oh, das sieht klasse aus. Was machst du denn hier? Ich bin so hungrig. Gibst du mir 15 Münzen zu essen? Lieber nicht. Warum nicht? Ja, weil ich nicht genug hab. Ach so, dann vielleicht später? Ja, ich schau mal, ob ich noch weitere Münzen finde. So, Achtung, Wasserläufer. Die sehen aber auch putzig aus. So, dann geht es hier mal nach oben. Und dann aktivieren wir gleich den Knopf. Ich habe genug vom Schwimmen. Eislaufen, das wäre was. Oh ja, das kannst du laut sagen. Das wäre richtig cool. Und einmal aktiviert. Sehr schön. Juhu, das nenne ich eine Eisfläche. Schüttle die Wii-Fernbedienung und verwende den Steuer-Analogstick zum Eislaufen. So. Und zack. Oh ja, diese Wintermusik. Diese Musik hat wirklich was Kaltes an sich, oder? Findet ihr nicht? So diese Einsamkeit, diese Eiseskälte. Könnte auch eine Art Eishöhle sein. Naja, ich weiß, ich muss eigentlich zu den Zwillingswasserfällen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich sammle jetzt mal ganz kurz die Münzen ein und füttere den Luma damit. So, das hat sich schon mal direkt gelohnt. Wir haben alle Münzen gefunden, die wir brauchen. Zumindest genügend Münzen für den Luma. So, und der Luma, der wartet hier oben. Der ist ja nicht betroffen von der neuen Eisschicht. Guten Tag. Hey, da bist du ja wieder. Ich habe immer noch Hunger. Kriege ich jetzt Münzen? Aber sicher doch. Oh, klasse, du bist der Beste. Danke, Mario. Das war's, mein Bauch ist so voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandelung! Ich liebe es. Das ist so lustig. Das ist einfach super lustig. Ein neuer Planet wurde geboren. Und dann würde ich sagen, mit Karacho geht es darüber. Oh ja, das sieht spannend aus. Und da sind kleine Häschen. Denkst du wirklich, dass du mich erwischen kannst? Hopp, hopp. Na los, fang mich doch. Ja, ich sehe schon. Ich krieg bestimmt von dir einen Powerstern, wenn ich dich erwischt habe, oder? Okay, aber jetzt mal ganz im Ernst. Du bist ziemlich schnell. Ich habe ja nicht mal den Hauch einer Chance. Wie soll ich dich denn einholen, mein Lieber? Aha. Es gibt hier einen blauen Knopf mit einem Ausrufezeichen drauf. Und dadurch wird alles zu Eis und ich kann jetzt Eis laufen.
Ja, so kann man den Hasen doch kinderleicht fangen. Wir haben es geschafft. In Ordnung, ich gebe auf. Hier, dieser Powerstern ist deiner, Hoppelhopp. Dankeschön, mein lieber Hase. Da kriegen wir einen Powerstern. So, der wird schnell eingesammelt. Und dann können wir uns, naja, wie soll ich sagen, glücklich schätzen. Stern erhalten. Coole Sache. Und zurück mit uns. Da wäre er auch in unserer Tasche. Sehr cool. Geheimen Stern erhalten, Kometenmünze erhalten und viele Sternenteile. Und ein neuer Bereich wurde freigelegt. Wir haben was Neues freigeschaltet. Mario, dann stürzen wir uns wieder direkt ins Abenteuer. Mal sehen, wo es jetzt weitergeht. Wir können eigentlich hier bleiben bei der Cosmo-Bucht-Galaxie oder aber... Ah, das ist die Honigblüten-Galaxie. Nee, die machen wir später. Sinkflug-Galaxie. Ja, komm, wir fliegen dahin. Wir schauen sie uns mal an. Okay, und die Aufgabe lautet... Tuku-Gleiter im Urwaldparadies. Interessant. Oh ja, wir werden wahrscheinlich, genau, wir werden fliegen. Oh, das wird cool. Das wird richtig cool mit Mario. Aber glaubt ihr, dass Mario fliegen kann? Das erfahren wir beim nächsten Mal. Tippt doch mal auf dieses Video, denn ich denke, das könnte euch gut gefallen. Bleibt katztastisch.